Ich hoffe, Sie werden trotz dieses Zwischenfalls weiterhin für uns arbeiten. Für Sie ja. Für diese Signora nein. Dann sind wir uns einig. Sie arbeiten für meine Frau und mich. Meine Schwiegermutter hat Ihnen keinerlei Anweisung zu geben. Am besten, Sie ignorieren sie einfach. Okay, dann gehe ich wieder an die Arbeit. Verzeihen Sie, Dr. Mendes, es ist nur so heiß. Nein, nein, bitte, bitte. Verzeihen Sie, dass ich Sie gerade so gestört habe. Ich hätte vorher anklopfen sollen. Kein Problem. Wenn ich zu heftig reagiert haben sollte, ich war nur überrascht. Erschrocken. Ist wirklich nicht der Rede wert. Danke. Sie sind sehr freundlich. Guten Morgen. Schwarz, 2 Stück Zucker. Ich habe schon umgerührt. Patricia. Das, was gestern Nacht zwischen uns passiert ist, das bleibt unter uns, oder? Ein Penny für deine Gedanken, lieber Schwiegersohn.